schlecht, weil wann hauen wir uns schon mit 4, 5 Leuten? Mit letzter Kraft. Du überlebst einen ansonsten tödlichen Treffer und obendrein regenerierst sich deine Gesundheit um 20%. Kann nur einmal pro Kampf aktiviert werden. Das wäre wiederum was Gutes. Deine Gesundheit wird allmählich regeneriert, sofern du nicht gerade kämpfst. Wäre auch was. Ich glaube, wir nehmen eher den Wiedergänger. Weil wann bekommen wir schon einen tödlichen Treffer? Wir nehmen den Wiedergänger. Haben aber immer noch nicht über die Quest gequatscht, gell? Nee. Gibt es etwas, Jetzt das ich haben für wir dich es tun gemacht. kann? In der Tat. Drahomira, eine Witwe aus Ledetschko, hat mich um Hilfe gebeten. Aber zu Fuß ist der Weg lang und mein Rücken schmerzt. Ich schaffe eine solche Reise nicht. Eine Frau aus Ledetschko? Haben die denn dort kein Kräuterweib? Oh doch, aber die wollte nicht. Sie ist eine reiche Witwe, hat den Fleischerladen geerbt. Du weißt ja, wie die Leute reden. Vor allem über jene, die besser dran sind als sie selbst. Weißt du etwas über Exorzismus? Exorzismus? Naja, Geister austreiben, ausräuchern, Zauber. Klingt nach einer Aufgabe für uns, definitiv. Ein Fleischerladen, in dem es spukt? Genau mein Ding. Nimm das nicht auf die leichte Schulter. Wir reden hier vom wahrhaftigen Geist eines Mannes, der keinen Frieden findet. Um ihn zu verbannen, müssen mehrere Dinge getan werden. Oh je. Einem schwarzen Hahn die Kehle durchschneiden? Wie kommst du auf solchen Unsinn? Nein! Weißt du, was Ausräuchern ist? Du brauchst 10 Mohnblumen und Blumen vom Grab des Verstorbenen. Diese Dinge bringst du ins Haus, in dem es spukt, und verbrennst sie dort. Der Rauch verjagt alle ungewollten Geister. Okay. Klingt spaßig. Ich helfe dir. Das ist kein Spiel, Junge. Es ist bitter ernst. Drahomira war völlig verängstigt. Mit solchen Mächten ist nicht zu spaßen. Schon gut. Sollte ich sonst noch etwas wissen? Alles Weitere erfährst du von Drahomira. Sie lebt in einem Haus am äußersten Rand Ledetschkos. Viel Glück. Okay, 10 Mondblumen und irgendeine Pflanze vom Grab. Die verkauft doch bestimmt Mondblumen. Dann sparen wir uns nämlich das Pflücken jetzt. Jo. Er hätte es gedacht, dass er 10 Stück hat. Dafür willst du 2 Groschen. Ja, da brauchen wir auch nicht mal falschen. Sammle 10 Mondblumen haben wir schon. Wer ist das denn? Ein Wanderer. Ah, den lassen wir mal stehen. Können ja nicht alle wegmachen. So, wo geht's jetzt weiter? Sprich mit Drahomira. Also wieder zurück ins Dorf. 10 Mondblumen haben wir ja. Kommen wir da runter ohne Unfall? Jo. Ja. Dann reiten wir mal nach Ledetschko rein. Ja. Ja. Schau mal, was die uns zu berichten hat. Vor allem, wo das Grab sein soll. Ja. So, und das soll ja die Witwe sein vom Fleischer. Dann muss es ja die sein. Jo, armes, ja. Wünsche einen guten Tag. Ich hörte, bei dir spukt es. Die Kräuterfrau schickt mich. Ich bin hier wegen des Geistes. Du siehst nicht aus, als wüsstest du irgendwas über Geister. Warum ist sie nicht selbst gekommen? Du bist doch viel zu jung. Weißt du überhaupt irgendwas über Austreibungen? Ja klar, wir wissen alles. Wir machen täglich 3 Exorzismen. Sie ist alt und leidet Schmerzen. Die Reise ist zu beschwerlich für sie. Ich weiß, was ich tue. Ich hoff's. Dann mach dich an die Arbeit. Ich muss noch einige Dinge wissen. Mir wäre es lieber, wenn du gleich anfängst, aber ich habe wohl keine Wahl. Frag nur. Was genau ist passiert und wessen Geist ist erschienen? Was genau ist vorgefallen? Es passiert immer nachts. Ein Geist erscheint mir und lässt mich nicht schlafen. Ich halte das nicht mehr aus. Okay.
Wessen Geist erscheint dir? Sein Name war Alois und er hatte einen Hof bei Ledetschko. Vor einigen Jahren verbrannte sein Haus und er gleich mit. Ich hörte, wer so grausam stirbt, kehrt oft als rastloser Geist zurück. Warum sucht er ausgerechnet dich heim? Das ist schon eine spannende Frage und ich denke, auf dem, wo er begraben ist, gibt es auch die Pflanze, warum sucht er ausgerechnet die noch fehlt. Woher soll ich das wissen? Vielleicht, weil wir Nachbarn waren. Sind zusammen aufgewachsen. Das ergibt wohl Sinn. Wo liegt Alois begraben? Für den Exorzismus brauche ich Blumen von seinem Grab. An der Mauer auf dem Sasauer Friedhof. Das Grab ist etwas überwuchert. Ich war einige Male dort. Als er mir zum ersten Mal erschien, ging ich hin, um zu beten, aber es half nichts. Er kam wieder. Okay, mehr Fragen haben wir nicht. Wir müssen nach Sasau. Um Himmels Willen endlich das Ritual durch. Möge Gott über dich wachen. So, das Grab ist in Sasau. Dann machen wir da mal eine Schnellreise hin. Energie haben wir noch, jo. Satz sind wir auch noch und Gesundheit haben wir auch bei 100. Wir haben ja keine kassiert heute bisher. So, dann wären wir in Sasau. Und sollten auf dem Pferd bleiben, denn das Grab liegt der Kirche, hieß es ja, an der Mauer. Ja. Kommt mal da rein. Ja. 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 Okay, doch absteigen. Da geht's zum Schuster. Ich habe vorne keinen Eingang gerade gesehen an der Kirche. Ah, hier ist der Eingang. Etwas versteckt. Da sind die ganzen Gräber und irgendwo wird es doch sein. Da. Ah, hier ist es. Ich sollte die Blumen pflücken. Hatten Blumen? Da, Grabblumen. So. Und jetzt zurück zu Drahomira. Bringen wir das hinter uns. Steigen wir wieder auf unser krasses Pferd und reiten wieder nach Ledetschko rüber. Da reiten wir jetzt wieder voll in die Nacht rein. Das heißt, wir werden wohl Ledetschko nächtigen. Muss man uns nur noch ein Zimmer suchen im Wirtshaus. Eine Falle, die meiden wir mal. So, dann sind wir um 10:30 abends in Ledetschko. Natürlich dunkel und auch hier gilt eine Fackelpflicht eigentlich. Wo haben wir denn? Dorfbewohnerin Shankmai, da haben wir sie doch. Glück und Gesundheit. Wir brauchen einen Schlafplatz. Ja, für wie lange? Für eine Nacht. Gut, aber dafür zahle mal 2 Groschen. Das haben wir gerade noch so. Möge Gott über dich wachen. Das haben wir natürlich verpasst, wo das Zimmer sein soll. Na, Fackel, da ist sie doch. Finde mal aber raus, wenn wir hier. Genau, das ist unsere Truhe, also wird das unser Bett sein. Können wir schon schauen bei geklauten Sachen mal aus dem Pferd raus, aus dem Sattel und in die Truhe rein. So, waren insgesamt 4 Rüstteile und eine Waffe. Der modisch blaue fehlt noch, genau. So. Dann haben wir alles weg und können hier ausruhen bis morgens um 7:15.
Sattheit müsste es runterfallen auf irgendwas 70, so um den Dreh. 68. Jo, müssen wir gleich was essen. Geht aber im Wirtshaus direkt am Kochtopf. Kostet nichts. Es wundert mich eh in dem Spiel, wie sich keiner dran stört, dass man in jeden Kochtopf einfach reingreifen kann. So, die Fackel können wir mal wegmachen. Da steht sie doch schon. Wie, wir sind hier unrechtmäßig. Wir haben bezahlt für das Zimmer. So, dann haben wir hier auch nochmal eine neue Quest, wie es aussieht. Ach, drin sogar mit dem Wirt. Schau an. Die wurde vorher nicht angezeigt. Mit wem? Mit dem Wirt? Jo, scheint der Wirt zu sein, der uns auch eine Quest anbietet. Ich hoffe, ich kann dir zu Dienst. Was gibt es Neues in der Gegend? Ah, du weißt schon, irgendwas ist immer. Die zwei Schelme Matthäus und Fritz sind endlich fort. Kein Verlust, sag ich dir. Drücken sich immer vor der Arbeit, aber wenn sie eine Chance auf Unfug wittern, ergreifen sie sie sofort. Ich hörte, sie weilen jetzt in der Schenke zur Waldwiese. Na, auf die kann ich verzichten. Soll sich Andreas mit ihnen herumplagen? Alles okay, gut. Unsere zwei Freunde sind, die haben dem Müller geholfen. Doofe Idee, an die Truhe zu gehen. Lassen wir mal sein. Gehen wir mal zu der Kräuterhexe. Beziehungsweise hier den Exorzismus durchziehen. Die war weiter oben, rechte Seite. Jo, da ist das Fleischerzeichen, dann müsste es ja da sein. Hoffe ich doch. Ja, wo schickt der uns jetzt hin? Ach, das blaue A ist. Okay. Blaue A. Nee, die schläft noch. Ich habe die Räuchermischung. Können wir beginnen? Lass uns zum Kreuz im Schlafzimmer gehen. Beginne mit der Durchführung des Rituals. Ah, Kräuter hinzugeben, alles klar. Also, worauf wartest du? Ich bin etwas überfordert. Das ist mein erstes Mal. Das sagst du mir jetzt? Was soll's, fang schon an. Du hast doch die Blumen. Also gut. Latein. Ja, nimm mal Latein. Pater Noster, que est in canis, sanctificetur, omen tuum. Bist du sicher, dass das richtig ist? Psst! Unterbrech mich nicht. In nominate partis et filies et spirits etc. Es hat sich ja noch Schwachsinn angehört, aber fahr mal fort. Ave Maria, gratia plenti, dominatrix tecum. Ich weiß es auch nicht, wenn, aber es muss ein böser Fetisch sein. Wie es war am Anfang, so auch jetzt und allzeit und in Ewigkeit. O Herr, möge er ewige Ruhe finden und möge ewiges Licht seinen Weg erleuchten. Amen. Dachte, das geht jetzt eher so in die Richtung, oh, wie heißt er mit dem Matrix-Darsteller? Den Exorzismus. Hab mir kurz Brot gemacht, komme wieder und dann das. Ja, teilweise ist es echt verstörend. So, jetzt müssen wir einen Tag warten, oder wie? Ja, Moment, dann können wir die doch auch umhauen, wenn die doch jeden Tag ausgenockt sein soll. Weil, da ist eine Truhe. 14,6, gut, das Nachthemd brauchen wir nicht, die Pilze, ne, Brezel auch nicht. Die Truhe interessiert mich. 11,9 Groschen, ja, super. Die soll reich sein, Jagdhandschuhe, auch Schrott. Da war aber nochmal irgendwas. Kurze Brikantine. Ne, auch Schrott. Nimm die Brezel. Doch, stimmt, die Brezel. Ja, aus Gründen nehmen wir die Brezel. Aus ganz speziellen Gründen nehmen wir die Brezel. Stimmt.
Die essen wir aber auch gleich, oder? Die würde ich gleich essen hier. Zack. So, lecker Brezel. Für das, dass sie geklaut war, war es eigentlich sehr lecker. Stimmt, das habe ich total verdrängt, wo wir es doch immer haben von der Brezeldebatte. So, jetzt müssen wir hier einen Tag warten. Das heißt, wir könnten die Quest uns da hinten mal anschauen. Ja. Müssen wir einmal durch Ledetschko durch und geradeaus halten. Achtung, Hund. Das ging für alle gut aus. Ja. Ich hab eine Challenge für dich. Ja. Oh ja, hau raus. Hau raus. Ja. Ja. Event. Okay. Ja. Wird spannend. Hau raus. Ja. Ab sofort musst du alle Brezeln mitnehmen. Uff. Ja. Okay. Ja, das ist in der Tat eine Challenge. Oh, das sind Banditen. Weg, weg. Ich hab da jetzt kein Interesse an denen. Überhaupt richtig. Jo, wir sind auf dem richtigen Pfad. Da oben sind ja noch die 2-3 Banditen. Können wir auf dem Rückweg mal uns drum kümmern. Ah, kann ich gern machen. Jede Brezel mitnehmen zwischendrin, ja. Das werden eine Menge Brezeln sein. So, hier hat der Müller was für uns. Kaufen oder klauen, je nachdem. Oh je, kaufen auch noch. Kaufen noch. Ich hätte gesagt, jeden, den wir überfallen und der eine Brezel hat, die nehme ich mit. Das würde ich annehmen, die Challenge. Jeden, den wir ausrauben und der eine Brezel hat, nehmen wir mit. Weil es gibt so viele Händler mit Brezeln. Kommt drauf an. Ist dir vielleicht nicht aufgefallen, aber wir haben hier ein Problem. Ich bin ganz Ohr. Okay, dann alle. Wir haben alles klar. Aus dem Fluss geholt. Ich probier's. Hab eine Idee, was wir mit dem anstellen könnten, aber okay, eine kaufen wir. Wenn wir einen Händler sehen, der eine Brezel hat, kaufen wir. Pro Händler, jo. Das können wir machen. Plus alle Ausgeraubte, nimmt man auch die Brezel mit. Wie habt ihr das geschafft? Der Kumane gehört in Ratai an den Galgen. Ich helfe ihm mal. Ich helfe dir. Ich habe noch eine Rechnung mit den Kumanen offen. Ich schätze mal, du kommst aus Scarlets. Richtig. Umso besser. Hab nämlich vor, den Hunsford auszuquetschen. Will wissen, wo er sein Beutegut versteckt hat. Das bekomme ich schon raus. Bekomme schon raus, was er weiß. Und die Sache willst du dann behalten, ja? Ich nehme mal an, du willst die Beute dann ihren Besitzern zurückgeben. Sehr witzig. Hilfst du mir jetzt oder nicht? Der klassische Müller. Das finde ich schon heraus. Sprichst du etwa Ungarisch? Nein, kein Wort. Dann kriegst du nichts aus dem raus. Aber du kannst trotzdem helfen. Ein Stück den Fluss runter ist eine Sägemühle. Die Männer sagen, da gäbe es einen Tagelöhner, der beim Würfeln auf Ungarisch flucht. Schau doch mal nach, ob der mehr kann als bloß fluchen. Sicher? Jo, das kriege ich mal hin. Danke. Quest begonnen, Sprachbarriere. Das heißt, wir müssen jetzt zum Würfelspieler, der bringt uns wohl Ungarisch bei und damit gehen wir auf den Kumane los. Spannend. Die Frage ist nur, wo ist die Quest? Wahrscheinlich haben wir sie nicht aktiviert. Da haben wir sie natürlich nicht. Du kannst wieder mit Milan kämpfen. Den machen wir. Okay, ist das so eine Endlos-Quest? Dann machen wir die Sprachbarriere aber weiter. Und zwar müssen wir dazu den Fluss hier entlang reiten. Oder obenrum den Weg Richtung Kloster. Ja, wir reiten einfach mal da durch den Wald. Wird schon schief gehen. Ja.
Der ist Müller, der hat Rätsel. Nee, der hat... Moment, ja. Wir gehen nochmal zurück. Normal hat der Müller... Die machen hier alles außer ihr Handwerk, die Müller. Aber wir schauen mal. Normal hat er keine. Na, hast du den Tag? Noch nicht. Na gut, aber ein... Nee, mit dem können wir auch nicht handeln. Aber normal verkaufen Müller oder kaufen einem Diebesgut ab und lernen einem so Dinge wie Taschendiebstahl, wie man Leute ausraubt. Aber mit dem eigentlichen Müller-Handwerk haben die wenig gemein. Ja, und da waren auch wieder Banditen. Halt mal eher so in die Richtung. Ja. Was immer denn jetzt? Ah ja, wir sollten uns ein bisschen rechts halten, dann kommen wir auch hin. Ja. Also dem Weg da irgendwie folgen. Wo ist er denn? Der Weg. Ja. So. Töte ihn. Ja, ah, wir können den... Den hier können wir mal wegmachen. Der sieht sehr komisch aus. Auch ein Wanderer. Wieso schleichst du her? Warum wir schleichen? Weil... Oh Gott, hat er wenig Haupthaar. Na gut. Oh, er hat eine Brezel. Er hat eine Brezel und 16,3 Groschen. Brezel würde ich gleich wieder essen. Nahrung, Brezel. So. Wir können uns auch nur noch von Brezeln ernähren. Das wäre auch eine Option. Guter Mann, ja, er hat eine Brezel gehabt. Ja. Ach ja. Ja. Aber die restlichen Klamotten, die waren auch im desolaten Zustand teilweise. Ja. Das lohnt sich nur noch, Kumanen auszunehmen, lohnt sich. Und Banditen, wenn sie gute Rüstung haben. So, was haben wir jetzt hier? Der Müller Simon. Guten Tag, wie kann ich helfen? Ich bin Heinrich und bin auf der Suche nach Arbeit. Ich bin Heinrich aus Scarlet und möchte ein bisschen was dazu verdienen, wenn du verstehst. Vermutlich hat Peschek dich geschickt. Und wenn er das hat, kannst du kein völliger Tölpel sein. Na gut. Der Schneider in Sasau hat wertvollen Brokatstoff bekommen. Kannst du ihn holen? Kein Problem. Du wirst ihn bald mit holen gut. Meinte er klauen. In seinem Laden sein. Bring alles mit. So, wir können dem nur gestohlene Ware verkaufen oder Heimlichkeit trainieren. Und beides brauchen wir aktuell nicht. Deswegen können wir auch das Gespräch beenden. Wir waren aber eigentlich wegen was anderem hier, und zwar dem Tagelöhner. Ich habe gehört, du kannst Ungarisch. Sprichst du es fließend? Yep, ich beherrsche es gut genug. Warum fragst du, Bruder? Aber Arbeit für ich dich. Habe Arbeit für dich. Arbeit? Ach, dabei habe ich auf eine Einladung für ein Saufgelage und Kunde von meiner holden Dame gehofft. Aber ich habe Münzen zu bieten. Tagelöhner unter Druck, jetzt haben wir mal Druck. Deine holde Dame lässt dir ausrichten, du sollst deinen Arsch bewegen und mit mir kommen. Ha, ich habe keine Dame mehr. Aber was ist mit dem Saufgelage? Gibt es Wein, wo du hin willst? Dünnbier vielleicht. Aber so wie ich deinesgleichen kenne, genügt dir das voll auf. Ha. Wohl gesprochen, Bruder. Also, worum geht es denn? Jemand muss für mich einen Kumanen befragen. Und da du eine flinke Zunge führst und noch dazu Ungarisch sprichst, sollte das für dich kein Problem sein. Ein Mächtiger? Einen Kumanen? Aber was soll's? Der Betreiber der Sägemühle will mich Ende der Woche eh wieder fortschicken. Was bekomme ich denn dafür? Der Wanderer starb definitiv für einen guten Zweck oben und unser Charakter ist eigentlich nach oben freundlich, nach unten nicht. Und mit Wachen haben wir so unsere Probleme. Wäre es denn, wenn du das umsonst machst? Nee, er fliegt Ende der Woche hier vom Hof weg. Das heißt, er ist auf Geld angewiesen. Wir fragen mal, wie viel er will. Was möchtest du denn? Weiß nicht. Sag mir, wie viel du bietest. Ach Gott, da ist schon bei 40 Schicht.
Ja, biete mir 40 an. Das ist ein gerechter Handel. Und wo steckt dein hoffentlich redseliger Kumane? Kennst du zufällig die Budiner Mühle? Natürlich. Ich habe die Knechte dort ein paar Mal beim Würfeln abgehäutet. Gut, dann treffen wir uns bei der Mühle. Ich hole nur noch ein paar Dinge und komme dann. Okay, der kommt jetzt zur Mühle. Naja, wir sind schon sozial. Wir haben auch schon dem einen oder anderen hier aus der Patsche geholfen. So. Aufgabe begonnen, frage den Kumanen mit Hilfe des Tagelöhners. Sprachbarriere, optional. Befrage den gefangenen Kumanen mit Hilfe des... Ach, da ist der. Den müssen wir jetzt hinterher trotten, oder was? Och, nö. Wir haben gesagt, wir treffen uns an der Mühle. Der wird jetzt loslaufen und irgendwann entspannt da drüben ankommen. Was können wir denn in der Zwischenzeit machen? Da gäbe es noch eine Quest. Am Hof. Das sieht aus wie ein Stall. Ah, da könnte Matthäus rumlungern. Matthäus und Fritz. Wäre aber jetzt reisetechnisch nach Neuhof rüber. Ich würde sagen, wir laufen mit dem Tagelöhner hier mal ein bisschen durch die Pampa. Könnten den jetzt auch beklauen, aber der Taschendiebstahl ist so... Ich habe es einmal gemacht. Das ging zum Üben und das ging schon schief und hat nur ein Zweitversuch geklappt. Mit dem Müller Peschek. Da muss man nämlich hinten dran stehen, knien, dann auf Stehlen gedrückt halten, dann läuft ein Timer und dann darf der sich nicht bewegen. Und wenn man den Timer dann loslässt, hat man genauso viel Sekunden Zeit, in seiner Tasche zu wühlen. Mit dem Gamepad fast unmachbar, die Steuerung. Mit der Tastatur auch noch sehr schwierig. Und da der sich bewegt, unmöglich aktuell den zu beklauen. Einzige, was eine Option wäre, wäre das hier von hinten heimlich töten, aber dann wäre die Quest wohl weg. Aber wir haben doch gesagt, wir treffen uns mit dem an der Mühle. Läuft der von allein darüber? Was könnte man noch machen? Oh, in Rathei haben wir eine Geldstrafe offen. Konnte das denn passieren? Nee, sonst erkenne ich gerade keine. Bis auf die zwei hier keine Quest mehr. Wir laufen dem mal hinterher. Und das mit Rathei mit der Geldstrafe? Wo kommt die her? Ach, vielleicht, weil wir die zwei da unten weggemacht haben. Die zwei hier. Entweder, weil wir die Badedirne weggemacht haben oder die zwei in dem Bereich. Ja, dann dürfte es keine Geldstrafe sein, sondern eher eine Gefängnisstrafe. Weil beim Mord hat man nochmal Gefängnis. Naja. Haben wir denn aktuell 78.000 noch? Wir werden es verkraften. Und wenn nicht, gehen wir nochmal zum Schreiber und holen wieder 5.000 aus einer Truhe. Oh, komm, lauf zu. Ey, das sind ja noch Wochen unterwegs. Vor allem wird der... Nein, der wird hier durchlaufen. Da ist Rauch. Dann laufen wir mal vor. Dazu sollte man...
uns mal anderweitig ansehen. Haben wir jetzt alle Setteile? Yep. Jetzt fehlen nur noch die Waffen. Schwert, Schild, Bogen, Pfeil. So, jetzt sind wir in Kampfmontur. Schön, wie das kleppert, die Plattenrüstung. Halbe Strecke. Muss es da irgendwo im Wald? Ach, da liegt noch jemand. Wenn das wohl sein könnte. Ich hoffe, der stört sich jetzt hier nicht dran. Immer auf Nummer sicher. Körper aufheben. Schleifen den ja ein bisschen weg. Dass da irgendwas jetzt falsch läuft. So, da liegt er doch besser, der Wanderer. Hier direkt am Wegesrand. Jo, kann sich echt nur noch um Stunden handeln. Aber ich sehe halt gerade aktuell keine neue Quest. Also wir haben noch einige, wie gesagt, in Ratai offen. Und eben die zwei da oben. Aber bis wir da sind, ne. Vor allem müssen wir am Folgetag in Ledechko auftauchen und rausfinden, ob unser Hokuspokus hier gewirkt hat. Zeitlich sind wir jetzt bei... Ah, kurz vor 10. Ja, das könnte gerade aufgehen. Bis der drüben ist, ist irgendwas... Mittag. Machen wir da die Quest. Reiten dann abends nach Ledechko rein. Nehmen uns nochmal ein Zimmer im Gasthaus. Dann können wir am Tag drauf die Witwe des Fleischers besuchen. Und zum Exorzismus befragen. Er ist ja echt dermaßen fix, der Dude. So, jetzt ist die Frage, biegt er hier ab? Ist das ein... Das müssten Banditen sein. Wenn er da abbiegt, dann... Jetzt wohl da oben krachen. Ja, läuft geradeaus. Okay, dann können wir die auch auseinandernehmen. Ah ne, wir sollten ihn eher beschützen. Okay, dann ist das von der Quest gewollt. Jo, den haben wir jetzt geplündert. Und so ein Kettenhemd lohnt sich natürlich. Die leichte dunkle Brigantine auch. Die Composite-Handschuhe. Die 45,8 Groschen. Unsere Pfeile. Und er hat keine Brezel bei sich gehabt. Was ein Unmensch. Was hat er denn noch? Ja, dann irgendwie. Ah ja, Kettenpanzer. Okay, der ist aber kaputt. Die Langstreckenpfeile sind zu low. Gut. Und das Schild. Gewöhnliches Schild. Wir heben es mal auf. Ah, das müsste ein Ausschrott sein. Genauso sein. Schwerer Kriegshammer. Gucken wir rein gleich. Und der andere läuft hier weiter, als wäre nichts gewesen. Ah, Waffen, wo haben wir es? Gewöhnliches Schild, jo, das ist nix. Können wir gleich fallen lassen. Und der schwere Kriegshammer, der hat einen Wert von 451. Jetzt legen wir mal in die Satteltasche. Ebenso die ergaunerten Rüstteile. Jo, war ja nur eins. Ne, die Kettenhaube noch zwei. Ja, hat die Ruhe weg, jo. Der Tagelöhner, der ist da tiefenentspannt. Da holen wir mal wieder ein. Sind wir denn jetzt in der Nähe des Klosters schon? Oh, ich würde sagen Halbzeit. Dann können wir uns auch wieder umziehen, weil hier vorne, denke ich nicht, wird es noch zu Zwischenfällen kommen. Nee. Das ist viel zu offen, die Landschaft, für Räuber.
Ja, schon die Hälfte, ja. Schon die Hälfte, muss man sagen. Könnte schlimmer sein. So, die Bunthaube noch weg. Die Panzerhandschuhe weg. Und die Lederhandschuhe an. Dann sehen wir doch wieder mit Hütchen und so weiter top aus. Und es kleppert auch nicht mehr, wenn wir laufen. Also ich kenne von anderen Spielen WoW deutlich nervigere Laufquests, wo man einem da hinterherläuft über gefühlt Stunden. Wenn er tot wäre und du ihn hinschleifen müsstest. Es würde den Vorgang beschleunigen, aber ich glaube für die Quest wäre es nicht erträglich. Oder dienlich, sagen wir mal so. Wir könnten jetzt wegmachen und rüberschleifen. Wäre man deutlich schneller dort, aber die Quest könnte wohl fehlschlagen. Wobei wir können nicht... den Skill haben wir glaube ich nicht. Gab es glaube ich bei Stärke... Huckepack wäre es. Leichen oder Bewusstlose zu tragen, verbraucht keine Ausdauer, zudem verlangsamt dich das Tragen nur halb so stark. Das haben wir nicht geskillt, dann wäre man noch fixer mit ihm dort. Aber wir haben es ja bald gepackt. Der Badehaus-Buff läuft gleich aus hier unten. Platzhirsch. Deine Bedürfnisse wurden befriedigt, was ein sicheres Auftreten zur Folge hat. Plus 2 Charisma. Scharfe Klinge. Du trägst eine Waffe, die du selbst geschärft hast und verursachst damit 15% höhere Wahrscheinlichkeit eine Blutung. Hat sich doch gelohnt, die einmal runter zu schrubben und zu reparieren für Hunden für 1k. Eigentlich wollte ich nur die Blutflecken beseitigen. Ja, das lief schief mit dem Schleifen. Lief so schief, dass die Klinge im Zustand 100 war und danach nur noch bei 33%. Gibt's das Game? Ich meine ja. Ich meine ja. Wobei müsste eher PS4 sein. Ist ja von 2018. Ah gut, PS4-Spiele kann man ja auch auf der 5er spielen. Ich schau grad mal nebenbei her. Jo, gibt's für die PlayStation. Gibt's für die PlayStation die Grundedition für 7,49 € und die Royal Edition für 9,99 €. Gut, die Add-ons müssen dann noch dazu oder die DLCs. Ah, da kommen wir auch auf dem PC, wie beim PC, so knapp 20 € bei raus mit allem. Und ist für die PS4, genau, Februar 18 erschienen. Wie gesagt, ich habe es auf dem PC geholt und spiele es mit einem PS4-Controller. Wird eigentlich auch keinen Unterschied machen. So wirklich. Wäre nur ein Knopf hier, den ich drücken müsste, dann könnte man auf der PS4 das spielen. Ein Nachteil hätte es, der Controller wäre über Bluetooth verbunden und ich müsste ihn irgendwann mal laden zwischendrin wahrscheinlich. So hängt er halt dauerhaft am PC. Das ist der einzige Nachteil, den ich gerade sehe. Zwischen PC das zu spielen und auf der PlayStation. Und es scheint wirklich der einzige zu sein in Böhmen, der Ungarisch spricht. Also die Kumanen ja, aber der einzige, sagen wir mal, gesittet zivilisierte. Wobei ich mir auch gerade die Frage stelle, woher kann der Ungarisch? Oh, es ist ein schöner Wald hier und die Vögel und alles.
Wunderbar. Umlauf zu jetzt. Genug Natur. Ist echt so schlimm mit PS5-Spiel. Also bin ich komplett raus. Ich habe ja die 4er Slim. Die 5 hat mich noch gar nicht gejuckt. Zum einen, weil... Preis und Verfügbarkeit. Das eine geht mit dem anderen einher. Und mir reicht die 4er Slim. Stimmt, Hogwarts Legacy hab ich auf dem Plan für einen PC im Winter. Soll ja im Winter rum rauskommen. Was ist jetzt los? Komm, lauf zu. Also, ich werde es über Steam am PC spielen, Hogwarts Legacy. Ja gut, aber die... Hä, wo rennt der jetzt hin? Was ist jetzt los? Was hat er jetzt für ein Problem? Wo rennt er hin? Irgendwas passt ihm gerade nicht. Was hat dem da jetzt nicht gepasst? Jetzt läuft er wieder normal weiter. Vielleicht hat er mehr Infos wie wir. Gut, aber durch das, dass es so wenige gibt auf dem Markt, haben auch die Spieleentwickler weniger Interesse, ein Spiel dort rauszubringen. Bringe ich es lieber auf Steam raus als Plattform oder UB, was auch immer alles gibt, Epic und so weiter. Hier auf der PS5. Bis auf die AAA-Titel halt da, FIFA und den ganzen Quatsch. Und Formel 1 und so weiter. Das war bei der PS4 zum Start komplett anderweitig. Gut, da gab es GTA 5. Ich habe eigentlich damit gerechnet, dass sie das 6er GTA rausbringen zum Start der PS5, aber das ging ja in die Hose. Ach, sind wir auf einmal jetzt da. Sehr schön, haben wir es geschafft, komm. Na, lass knacken jetzt da. Aber wundert mich immer noch, warum der so außen rumgerannt ist und warum er auf einmal sprinten kann. Moment. Warum will das jetzt nicht aufgehen? Dir was geschickt, was mich sehr an deine Quest gerade erinnert. Okay, ich schau's mir an. Wenn das blöde Discord mal starten würde. Ja, jetzt haben wir's doch. Nö, startet immer noch nicht gescheit. So, jetzt kommen wir mit ihm reden. Wir können mit dem Verhör beginnen. Wunderbar. Ich fing schon an, mich zu langweilen. Lass uns anfangen. Guck ich mir später an. Er hat eine einzige Chance, seinen Hals vor der Schlinge zu bewahren. Sag ihm, ich weiß, dass er seine Beute irgendwo hier in der Gegend versteckt hat. Ovashuvat stotta azuzza. Amin utsalot gottao. Ezt megmondhatom neked.
De előbb azt árult el, az a fekete hajú volt mellette, tud-e magyarul? Nem, egy szót sem. Was sagt er denn? Nun ja, er scheint sich zu sträuben. Okay, schenke mal ihm die Freiheit, wenn er quatscht, oder drohe mal ihm Schläge an. Wir sollen ja sozial sein, also biete mal ihm die Freiheit an. Lasse ich ihn laufen. Na mon, hol van. Elmondom neked, de azt a geci, aki melletted áll, küld el valahova. Aha, már kezdem érteni. Akkor jó, hogy értik egymást. Jól figyelj, azzal a nagyvárossal szemben a folyónál. A Tyrotondos? A nevét nem tudom. Egy nagyváros, várfalakkal. És van ott két vár. Szemben a folyó túlpartján van egy domb. Ha a város felé nézel, van mellette egy út. Azon az úton van egy kereszteződés, egy kiégett fával. Viszonnan egy kis ösvény le a vízhez. És lent a víznél van egy kivált fatő. És abban van? Igen. Und? Irgendwas Interessantes? Nein, nicht wirklich. Er flucht bloß. Okay, also er will die Freiheit nicht. Dann können wir ihn drängen oder gleich mit dem Tod drohen. Wir drängen erstmal. Sag ihm, seine Zeit geht zur Neige. Ich hoffe, Kür. Pénzeit nem tudom pontosan elmondani. Így oda kell őt vinnem. Was sagt man dazu? Er packt aus. Er sagt, er habe das Silber irgendwo im Wald vergraben, könne die Stelle aber nicht genau beschreiben. Er meint aber, er könne dich hinführen. Gut, das soll mir genügen. Oh, ich sag bloß, mit dem müssen wir jetzt auch noch laufen. Mit akartok már megint? Miért nem hagysz nyugodtan megdögleni? Te érzéketlen szentzsák, miért? Von ihm zum Beute, ihn vorerst in Ruhe lassen. So, weil wir sollten ja mit Müller sprechen. Wo ist der Müller jetzt bitte? Der ist ja gar nicht. Wir sind hinter der Mühle. Ah. Klar, war ja die Rede davon, dass er im Schuppen versteckt hat. Hoff nur nicht, dass der auch so schnell unterwegs ist wie der davor. So, dann reden wir mal mit Müller. Es ehrt mich, dass du zu mir kommst. Wir haben den Kuman verhört. Ach ja? Wie ist es gelaufen? Du hattest recht. Er hat irgendwo Silber versteckt. Ha, siehst du? Wir Müller haben einen Riecher für sowas. Das Problem ist nur, dass er mir den Weg nicht beschreiben kann. Er will mich hinführen. Und worauf wartest du? Geh mit ihm mit. Hol das Geld und bring es her. Was mit dem Kumane passiert? Entweder er, der Müller macht ihn weg oder wir? Wir können einfach so jetzt loslaufen. Wir fragen mal, was wir eigentlich von der Geschichte haben. Wir wollen ja auch ein bisschen Pinke-Pinke. Was habe ich davon? Du kriegst die Hälfte. Ist das in Ordnung? Klingt vernünftig. Das hört sich doch anständig an, weil der Lambo tankt sich nicht von allein. Und denk nicht mal im Traum daran, ein krummes Ding zu drehen. Wenn du mich bescheißt, wirst du diesen Tag verfluchen. Keine Sorge, Müller. Mach's gut. So. Dann quatschen wir wieder mit dem hinterm Haus. Dann soll er uns da mal hinführen. War er denn in dem Schuppen da? Mit akartok már megint? Gyáva nyulak vagytok mind. Itt tartotok, mint egy állatot. De egyikötök sem mer velem kiállni. Köpök rátok, szukafattya. Alles klar. Von ihm zum Beuteversteck führen lassen. Komm schon, hoch mit dir. Sei ein guter Junge und führ mich zu deinem Versteck mit der Beute. Oh, wir haben gar keine Schuhe an. Was für mich da ist. Egal. Ach, das geht jetzt mit der Schnellreise, alles klar. Ah, und dann kommen wir oben auch schon zu dem Hof. Jo, sehr gut. Schuhe sollte man noch anziehen. Bevor wir hier jetzt uns noch einen Splitter holen oder was. Nicht die schwarze Leiste treten, die edlen. So. Lass dich vom Kuman zu seiner Beute führen. Haben wir jetzt alles an. Jupp.
weiß nicht, ob wir auf Rüstung wechseln sollen. Ich hoffe, er wird uns nicht verarschen. Welche Gegend ist denn das? Da unten wären, das sind Köhler. Das sind die Köhler. Ach, jetzt wird's dynamischer. War ja sowas von klar. Wer hätte's gedacht? Oh, der ging daneben. Müsste ich mal auf eine einigen. Oh. Das geht schief. Es fehlt die Ausdauer, wir können nicht nach hinten ausweichen. Jo. Jetzt aber. Nee. Nächstes Mal mit Rüstung. Oh, komm, gibt's noch nicht. Nee, die Ausdauer fehlt, jetzt sind wir weg. Doch, wir haben ein Schwert, aber wir hatten keine Rüstung an. Das wäre so oder so schief gegangen. Mit dem Bogen machen wir mehr Schaden wie mit dem Schwert. So, wo kommen wir jetzt raus? Oh, nö. Hör auf. Ein. So, um dem mal ganz vorzubeugen, ziehen wir direkt die Rüstung an. Wir laufen ja eh dermaßen langsam jetzt wieder mit dem da durch die Pampa. So, angelegt ist alles. Die Waffen noch ins Spiel bringen. Und dann geht's nochmal von vorne los. Ja, ich hätte bei Müller speichern sollen. Oder die Rüstung anbehalten, beziehungsweise wieder anziehen. Es war eigentlich sowas von klar. Und offensichtlich, dass der uns in den Hinterhalt lockt. Wir sind jetzt wieder am Anfang und laufen hier mit dem Dude. Von der Mühle zu der Mühle runter. Dann gab es ja eine Schnellreise irgendwo da in den Wald rein. Irgendwo an der Stelle grob. Und da war dann ein Hinterhalt. Naja. Try and Error. Wie gesagt, mit dem Schwert hätte nichts geändert. Im Gegenteil, mit dem Schwert mache ich irgendwie gefühlt weniger Schaden wie mit dem Bogen. Beim Bogen kann ich nach hinten ausweichen, gehe auf Distanz, dann kommen die nicht mit dem Schwert ran und wenn sie kommen, einfach einen Bogen Pfeil reinjagen. Dann sind sie so kurz, wo sie zusammenzucken, dann kann man wieder nach hinten ausweichen. Funktioniert eigentlich, wenn man hinter sich einen Weg frei hat und die nicht zu zweit wie wild auf einen einprügeln. Nee, ist mal nicht mit dem Schwert. Mit dem Schwert geht man halt wirklich in den Nahkampf und die waren zu zweit. Und mit dem Bogen kann man es auf Distanz halten. Und da beide keinen Bogen hatten, klappt es dann auch. Kritisch wird es dann nur, wenn einer ein Schwert hat und einer einen Bogen, dann nehme ich meistens dem im Schwert zuerst raus, weil der mit dem Bogen nicht zwingend trifft. Und geht dann erst auf den Bogen schützen. Aber wir werden es gleich erfahren, wie es funktioniert in wenigen Stunden. Stimmt, die Leiche liegt noch im Weg da vorne. Das können wir schon mal wegkarren. Der liegt ja noch im Weg. Wo war denn der? Ah, da liegt er ja. Und wir könnten uns um das Lager hier vorne kümmern. Da können wir schon mal üben. Weil da hat sich ja unser
ungarisch sprechender Tagelöhner wenig für interessiert. So, der Wanderer. Wo bestatte man ihn? Hier zwischen den Blümchen, hinter den Blümchen. Mit Blick aufs Kloster von Sasau. Schöne Stelle. So. Und unten siehst du den gelben Balken, da stand die Ausdauer. Wenn die weg ist, kann man auch nicht mehr zielen, weil es zielen ist. Sobald man zielt, geht die Ausdauer weg. Dein Verderben ist hier. Oh, bis der das jetzt erst realisiert. Genau, jetzt kommt da einer. Der schlägt jetzt auf uns ein. Und wir verfehlen. Bitte schön. Der ging ins Schild. Der ging dermaßen über den Horizont hinaus. Ebenso der. Ach komm, nimm auch mal Schwert. So. Oh, stech ich mal zu. Oh, der ist ja schon weg. Das Pinsel da. Edelmann, wie wir sind. Kriegt da noch einen Kopfschuss mit dem Pfeil. So, was haben wir denn bei uns? Jo, einiges. 42 Groschen sowie zwei unserer Pfeile. Räumchen. So, weiter geht die Action. Da ist schon der nächste. Ah, der fuchtelt wieder zu sehr. Ja, jetzt fehlt uns die Ausdauer. Der war zu schwach. So, dann kann man die schön auf Abstand halten. Der wechselt jetzt auf den Bogen. Bringt ihm aber nichts, der ergibt sich ja schon. Der andere ist wegrand. So, kann man den noch plündern? Was hat er? Oh, ein schönes Schwert. Silberkelch geht immer. Und da ist noch einer. Hat aber auch kein Schild bei sich, was uns entgegenkommt. Auch der wäre weg. Silberring hat er, Kettenhaube, jo, das nehmen wir mit. Bis zum Kürras. Der hat Brot, keine Brezel. Den hatte man schon. Der hat aber einen interessanten Bogen, so wie es aussieht. Schauen wir uns gleich nochmal genauer an. Wahrscheinlich sieht unser Dude hin. Ah, der hat sich hier seitlich versteckt. Ah, der läuft da einfach entspannt rum, jo. Soll er seiner Wege gehen. Wir treffen uns an der Mühle. So, das Lager dürfte jetzt leer sein. Da müsste eine Truhe sein, jawohl. Da ist ein goldener Kelch, silberner Kelch, kleiner Goldkelch, 122 Groschen, verzierter Silberkelch. Irgendwo war noch einer. Da ist noch einer. Was ist hier los? Hier ist Action ist hier. Stirb leiser. Edle Schuhe, jawohl. Da klingelt die Kasse. Magdeburger Platte. Panzerhandschuhe aus Magdeburg, eine Silberkette, ein kleiner Goldkelch. Der Rest kann bleiben, die Groschen nehmen wir noch mit. Unsere Pfeile bitte. Sieht gut aus. Wohin könnte er geflüchtet sein? Er muss hier irgendwo stecken. Das war wohl der letzte. Der hat nichts von Wert für uns. Den Ringelblumenaufguss, den können wir uns noch schnell reinhauen, dann haben wir wieder volle Energie. Ringelblumenaufguss. Da. Legt nämlich 30 oder 30 Gesundheit nach. Dann kommen wir ja wieder auf 100 und sind wieder gut drauf.